Aktoren, Mikroaktuatoren und künstliche Muskeln. Das ist alles dasselbe. Aber wie funktioniert das? Und was haben die CNTs damit zu tun? Sehen Sie selbst. Ganze Bündel von CNTs wurden mittels Makroskopierung bereits zu Fäden oder Matten verarbeitet, die als Werkstoff verwendet werden können. Legt man an die Nanotubes elektrische Ladungen an, verändern sich die CC-Bindungslängen. Diese Ausdehnung bewirkt eine Bewegung, also Aktuation, die der Bewegung eines menschlichen Muskels sehr ähnlich ist. Vorteilhaft ist dabei die hohe Festigkeit der Fasern, durch die sie bei jeder Bewegung nicht nur mehr Arbeit verrichten, sondern auch eine höhere mechanische Spannung erzeugen können als alle bisher für Aktoren verfügbaren Technologien. Zudem schaffen die Kohlenstoff-Nanoröhrchen eine Ausdehnung, die um den Faktor 10 bis 100 größer ist als beispielsweise bei Piezokristallen. Und das bei einer Versorgungsspannung von nur etwa 1 Volt. Doch auch aufgrund der hohen Hitzebeständigkeit des Kohlenstoffs, die einen Einsatz des neuen Aktuatortyps bei Temperaturen bis zu 1000 Grad Celsius in der Atmosphäre und bis zu 2800 Grad Celsius im Vakuum erlauben wird, übertrifft er die Leistung aller bisher vorhandenen Aktormaterialien. Wow, 1000 Grad Celsius, das hört sich doch mollig warm an. Gut, wie die CNTs als Mikroaktoren funktionieren, ist jetzt klar. Aber wo könnten denn solche künstlichen Muskeln zum Einsatz kommen? Durch die besonderen Eigenschaften und den kostengünstigen Rohstoff eröffnet sich dem neuen CNT-Aktorenprinzip ein sehr weites Anwendungsfeld. Zum Beispiel in der Luft- und Raumfahrttechnik, der Feinwerktechnik, der Robotik und Automatisierung, der Mikropositioniertechnik sowie in der Automobilindustrie und in der Medizintechnik.